Ich heiße Nina Gurol, bin 23 Jahre alt, Pianistin und komme aus Leverkusen. Ich habe mit 6 Jahren Klavier begonnen. Meine Eltern sind keine Musiker, aber Musikliebhaber und haben uns früh gefördert. Meine Geschwister haben beide auch Klavier gelernt. Ich bin das Mittelkind, vielleicht deshalb bunter Vogel, aber ich bin auf jeden Fall die Einzige, die es dann lange weitergemacht hat bis jetzt und irgendwie ja, intensiver betrieben hat. Dadurch, dass es bei einem Konzert ja nicht nur um die Musik geht, sondern um ein ganzheitliches Konzerterlebnis, ist nicht nur die Musik wichtig, sondern eben auch der Raum, das Publikum, der Künstler und alles resoniert miteinander. Und da sind wir hier in der Elbphilharmonie natürlich total gut aufgehoben. Heute Morgen im kleinen Saal habe ich einige Stücke aufgenommen und obwohl es so wahnsinnig intim war, hatte ich trotzdem alle Möglichkeiten, mich klanglich auszuprobieren. Und ja, es war ein sehr, sehr reichhaltiges und gleichzeitig ganz intimes Erlebnis. Also es gab einen Schlüsselmoment, würde ich sagen, an dem ich wirklich angefangen habe, mich vor allem für lebende Komponisten oder zumindest Komponisten aus dem 20. Jahrhundert zu interessieren. Das war zum einen, als mein damaliger Klavierlehrer mir mit, ich glaube, 8 Jahren den ersten Ligeti aufs Pult stellte. Das war so der erste Berührungspunkt. Und dann der zweite und ich glaube, der wichtigste war, als ich mit 12 oder 13 das erste Stück von Jörg Höllerur aufgeführt habe. Und das hat mir so die Welt eröffnet, der zeitgenössischen Musik oder der Musik des 20. Jahrhunderts. Mich fasziniert an Jörg Höller und seiner Musik ja zweierlei eigentlich. Zum einen ist es sehr faszinierend, weil Jörg Höller blind ist. Er ist relativ früh erblindet und komponiert trotzdem noch weiter. Das ist vielleicht so das Oberflächliche. Zum anderen ist er ein ganz warmherziger Mensch und ganz offen und arbeitet total gerne mit jungen Leuten. Also er hat eine wahnsinnig komplexe und auch ziemlich einmalige Kompositionstechnik mit Klang und Zeitgestalten. Und trotzdem hat seine Musik so eine unglaubliche Natürlichkeit und Sinnlichkeit.
Die Sonate war tatsächlich mein erstes großes Werk von ihm. Ja, und es ist für mich auch das Stück, womit ich mich am meisten selber auch identifizieren kann. Also es ist wie so eine Ursuppe, würde ich es beschreiben, die sich irgendwie formt und immer wieder transformiert und am Ende irgendwie auch zusammenbricht. Also es ist so für mich, ja, pathetisch gesprochen, so die Beschreibung seines Lebens und vielleicht auch meines Lebens, ich weiß es nicht. Ich habe ein Stück mitgebracht, das für mich eine ganz besondere Rolle spielt. Ich kann mich auch noch an den Tag erinnern, an dem ich das Stück zum ersten Mal gehört habe. Und zwar war das in meiner Hochschule. Ich war damals Jungstudentin und eine tschechische Kommilitonin von mir spielte dieses Stück. Wir hatten Klassenstunde, also jeder spielte ein Stück vor und wir waren schon alle wahnsinnig müde und wollten, dass es irgendwie aufhört. Und dann spielte sie plötzlich dieses Stück Gute Nacht von Janacek aus seinem Zyklus auf verwachsene Pfade. Und seitdem habe ich mich viel intensiver mit Janacek beschäftigt und mit der Geschichte, die hinter diesem Zyklus steckt. Und seitdem begleitet mich genau dieses Stück in meinem Leben. Schon wichtig, dass ich für mich auch stetig, also gerade als Pianistin, als Künstlerin, stetig hinterfrage, wo ist meine künstlerische Relevanz in diesem wahnsinnigen Pool an Musikern. Natürlich möchte auch ich Konzerte spielen und möchte natürlich auch ich auf der Bühne stehen, aber ich merke relativ schnell, und das entscheide ich aus dem Bauch heraus, ob es Dinge sind, die mir taugen, ob ich da als Mensch und Künstlerin respektiert werde oder ob es da wirklich um ein selbstdarstellendes Konzert und Konzept geht. Das spiele ich eigentlich gar nicht mehr. Thank you.
diese Radikalität in Ostwolskajas Musik, diese Reduktion auf ganz Wesentliches und dass jeder Ton genau so steht, wie er stehen soll, das hat mich fasziniert. Also Ostwolskajas Musik ist definitiv etwas, was mich noch lange begleiten wird und vielleicht auch etwas, ja, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen wiederfinde. Und das ist das, was mich reizt und was meine Motivation vielleicht auch ist. Eigentlich immer in meinem Programm, sagen wir mal so. Auch deshalb, weil er der erste Komponist war, mit dem ich als Kind in Berührung gekommen bin. Und ja, und er für mich derartig zeitlos ist, dass man ihn auch wunderbar mit Ostwolskaja kombinieren kann. Also sie sprechen eigentlich über ähnliche Sehnsüchte, aber in unterschiedlicher Klangsprache. Und das finde ich total faszinierend, auch in der Vermittlungsarbeit, sage ich mal. Nur weil es irgendwie eine neuartige Klangsprache ist, mit der wir uns in zeitgenössischer Musik auseinandersetzen, bleiben wir doch meistens ja, an diesem Kern des Menschseins irgendwie. Und diese Verbindung und diese Brücke zu schlagen, ist mir auch ganz wichtig. Ich glaube, wenn man sich selber treu bleibt in dem Markt, was man spielt und was man nicht spielt, dann wird es immer weiter gehen. Also da vertraue ich total drauf und mir ist das wahnsinnig wichtig, dass ich mich da auch nicht rausziehe aus der Verantwortung und einfach mit zusehe, wie das Konzert immer noch stagniert. Das möchte ich mir nicht einfach nur anschauen, sondern ich habe da ein großes Bedürfnis, selber Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu werden. Und von daher wird es weitergehen.